Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eldorim zu einem neuen Part. Pokémon Schwert mit dem Zwergenfürst. Ja. Da wären wir mal wieder in Claw City. Weiter geht es gleich mit dem Abenteuer. Okay, ich wollte mich nur kurz mal ein bisschen umschauen. Weißt du was? In Ghana sind überall noch viele alte Gebäude von ganz früher übrig. Ja, okay, ich glaube, mit der haben wir schon geredet. Pokémon-Statue, Gerüchte zu folgen, kann Pokémon leichter fangen, wenn man sie berührt. Aha, okay. Können wir jetzt Pokémon leichter fangen, oder was? Ja, okay. Ich werde dich beim Fo-Turnier anfeuern. Ja, wir haben im letzten Part endlich die achte Arena beendet und haben den Arenaleiter Y besiegt. Jetzt geht's hier weiter. Ah, da kommt schon hier. Ich vermute mal der Hob und wird hier uns weiter in der Geschichte voran katapultieren. Auf zum Champion Cup geht's heute. Hey, stopp! Warte, Zwergfürst! Du hast Duell besiegt. Alles, was ich brauchte, war eine gehörige Portion Selbstvertrauen und zack, geschafft. Im Gegensatz zu deinem Bruder bist du eine echte Quasselstrippe, Kleiner. Aber du hast dir von mir den Drachenorden erkämpft. Daran lässt sich nichts rütteln. Dein stürmischer Kampfstil hat mich völlig aus der Bahn geworfen. Na gut, zu ihr zwei. Ich will sehen, dass ihr beim Champ Cup alle aus dem Weg räumt und sich einer von euch einen Showdown mit Dilon liefert. So machen wir das. Ich bin natürlich der Favorit. Und gleich dahinter folgt Zwergfürst, mein direkter Rivale. Ich lasse es ordentlich krachen und ich werde alles anwenden, was ich im Kampf mit dir gelernt habe, Roy. Oh, Zwergfürst, unser Zug ist da. Wie macht der Zug? Loop, loop. Ja, so viel dazu. Von wegen, ich als Zweiter. Loop, loop. Ja, ganz das Motto. Okay, mal wieder in der Bahn. Scorch City, bald sind wir da. Ich will mir so viele Sachen ansehen. Da gibt es diesen riesig großen Turm. Und natürlich das Scorch-Stadion. Da liefern wir uns beide das coolste Match aller Zeiten. Ganz Ghana? Nein, die ganze Welt wird uns zusehen und staunen. Die ganze Welt? Nein, ein kleines Dörfchen namens... Wie hieß denn das nochmal? Ich habe es noch nicht mehr Asterix und Obelix geguckt. Gespielt auch nicht. Nein, ich möchte nicht... Oh, okay. Das sind viele Stationen. So, da sind wir also jetzt hier in der Hauptstadt angekommen. Wie sähe Route 10 wohl aus, wenn der Schnee komplett schmelzen würde? Braun, würde ich mal sagen. Eine braune Pampe. Matsch. So ist es halt, wenn Schnee schmilzt. Wie ich höre, hast du die Arena-Mission des Clown-Stadions bestanden. Herzlichen Glückwunsch. Das Warensortiment hat sich erweitert. Hoffentlich ist etwas für dich dabei. Willkommen beim Pokémon-Supermarkt. Was möchtest du tun? Etwas einkaufen. Aha, das Warensortiment hat sich also erweitert. Schaut aber nicht so aus. Ah doch, Top-Genesung können wir uns jetzt leisten. Grundsätzlich nicht verkehrt. Vor allem für den Champ-Cup nicht. Scorch City. Da wären wir angekommen. Oder noch nicht ganz, aber erstmal auf Route 10. Unser Ziel ist Scorch City auf dieser Reise. Schon seit Anbeginn. Und nun haben wir es fast erreicht. Da wären wir. Route 10. Wow. Schau dir nur diese Wände aus Schnee und Eis an. Hier wimmelt es sicher nur so von Eis-Pokémon. Jetzt geht's um alles oder nichts. Wenn wir gut genug für den Champ Cup sein wollen, müssen wir ordentlich ranklotzen.
und so richtig gutes Training hängen. Irgendwie so. Aber ich glaube fest an mein Team und natürlich auch an mich selbst. Wir packen das. Okay, ich stürze mich mal ins Vergnügen. Wir sehen uns am Eingang von Score City. Ja. Wieder so eine Art Naturzone oder was? Ich fürchte es. Ich fürchte, das ist die Naturzone. Eine Art Naturzone. Route 10 halt. Und wen haben wir denn da? Ein Pantimos. Ein Galar Pantimos. Danke, mein Team ist vollständig. Trotzdem können wir trainieren. Oh, 48. Ach du Schande. Felsgrab. Versuchen wir es mal. Was? Na gut. Ich sag Felsgrab. Na komm. Und lass dich nicht so einfach besiegen. Na komm. Na Spitze. Geht doch. So, ein paar Erfahrungspunkte für Prof. Sehr gut. Neuer Erfahrungspunkt für das ganze Team. Rufus Level 44. Ins Nebelig kann man hier noch. Ja, ein Schneebedeck. Prof, du schaffst das. Na komm, Training für das Team. Auch Level 48. Oh Mann. Konter. Versuch das mal. Blizzard. Oh Mann. Na komm. Gefroren. Mach halt durch. Kann ich nicht bewegen. Oh wei. Autsch. Na dann lass mal lieber. Du bist entkommen. Oh. Angela Troppo. Nein, Angela Trino. Oh, ja gut, Pflanze ist das so effektiv gegen 47, meine Fresse. Ja, hier haben wir natürlich schon ein viel höheres Level und viel, ja, das ist schon eine andere Stufe hier, kurz vom Champ Cup. Das ist jetzt hier kein Eisschlecken mehr, Zuckerschlecken. Flucht gescheitert, was, Hilfe? Ich hoffe, der hat das ziemlich gut hinbekommen, aber nein, nein, hier. Autsch. Los, lass mich fliehen. Let me go. Ach du Schande. Ja, nimm dein Besitz. Wie wäre es denn mal mit Flucht? Danke. So, oha. Topperleber. Das ist sehr gut. Das ist der nächste Trainerkampf. Ja. Können wir gleich mal Beleber verschwenden hier. Was soll ich dazu sagen? So, nächster Kampf. Gibt es hier irgendwo verletzte Pokémon? Ich bin ein Arzt. Ich kann helfen. Ja, meine Pokémon. Gleich. Arzt Ingvar fordert dich heraus. Ich mache einen Tee aus dir oder was? Auf Ingvar setzt Gardevoir ein. Schaff das, Rufus. Na komm. Ist zwar nicht vom Typ Eis, aber wir bringen dich trotzdem zum Schmelzen. Zum Einäschern. Wir äschern dich ein. Mach's kaputt. Ilves. Das war ja mal episch. Ein epischer Animation. Einäschern. Was? Das soll effektiv sein? Der Attacke stand effektiv. Oh man. Facewurf. Vielleicht ist das effektiver. Danken gut. Nice. Ich mag die Attacke. Liebischer Effekt. Facewurf. Oh scheiße. Zum Glück kann ich hier mehrfach treffen. Das bringt's schon. Kann man machen. Hagelkörner. Ach, verdammt. Zum Glück hatte nur ein Pokémon. So haben wir es gleich. Haben wir das erledigt. Gar keine Ursache. Das kriegen wir hin. Das hält sich selbst. Verdammt. Felswurf.
Na komm, das kriegen wir hin. Was? Nein, nicht noch ein drittes Mal. Ach, Menno. Aber ein drittes Mal Testwurf kannst du nochmal einsetzen. Gedanken gut. Epic. Epic. Epic Attack. So, Festwurf. Und wir nehmen erst seit wenigen Minuten auf und haben schon zwei Kämpfe bestanden. Hervorragend. Wie kann das sein? Jetzt ist mein eigenes Pokémon verletzt. Du gewinnst 5400 Pokémon da und gehst aus dem Kampf gegen den Arzt auf gute 10 hervor. Den Arzttrainer. Na dann. Hier steht keiner mehr rum. Das ist aber hier ziemlich, ziemlich verdächtig, wollte ich gerade sagen. Da ist der Nächste. Die Route war mal ein bisschen leer. Man sollte sich an Dingen halten, die man auch bewältigen kann. Das gilt insbesondere fürs Bergsteigen. Jedes Risiko ist ein Risiko zu viel. Und what the fuck ist in dieser Musik los? Wanda Airbash fordert dich heraus. Stahlos. Auch nur ein Pokémon, oder? Wie sieht's dir aus? Hast du mehrere? Du hast mehrere. Zwei an der Zahl. Ich weiß nicht. Facewurf vielleicht? Face gegen Stahl? Ich weiß nicht. Ja, nicht so. Schaufler. Oha! Das ist eine Attacke, von der habe ich Respekt. Ja, die Attacke, die ist nicht übel. Schaufler ist wirklich nicht von schlechten Eltern. Das ist, ja. Schaufler. Ihr seht es. Schaufler ist eine Attacke. Gar nicht übel. Hab schon mal gemocht. Schon in der ersten Generation. So, los, Prof. Spiel ihn hinfort. Aquaknarre. Ja, es könnte sein. Ich bin mir echt nicht sicher, was die Typenstärken angeht. Also, wenn es ein Boden-Pokémon wäre, würde es jetzt effektiv sein, denke ich. Ach, Mensch. Ich bin halt wirklich nicht so der Stärkentyp. Ich kenne mich da mit dem Sachen gar nicht aus. Nur die Grundlagen, so Feuer gegen Wasser und Wasser gegen Pflanze und so weiter. Das kriege ich hin. Der Rest. Naja, gut, wir haben uns bisher mal gut durchgeschlagen, halbwegs. Schalke-Körner. Verdammtes Wetter hier. So, weiterkämpfen. Pampros. Ja. Konter. Das wird's bringen. Na komm, Pferdestärke. Cooler Attacke. Cooler Name. Jo. Dann. Ja, Becky mal wieder. Die können auch immer wieder kämpfen. Ach, man, die sind Part noch gar nicht. Die Wahnsinn, Parts noch gar nicht am Kämpfen. Los. Bohrschnabel. Ja, versuchen wir es mal damit. Zack. Ja. Nicht übel. Gar nicht übel. Immerhin Level 47, also. Ich habe halt Pokémon in meinem Team, die sind unterlevelt, und ich habe Pokémon in meinem Team, die sind, naja, sind schon besser. Die sind schon auf einem akzeptablen Level. Tja, so läuft's hier wohl. Na komm. Glück ihn von seinem hohen Baum, auf dem er sitzt. Nur wer hochsteigt, kann tief fallen. Jo. Neues Level für Molly. Herbert besiegt. Bei starken Gegnern reicht es nicht, sich nur strikt daran zu halten, was man sicher bewältigen kann. Du gewinnst 9000 Pokémon und gehst siegreich gegen Herbert, den Wanderer, Route 10 hervor.
So, und weiter geht's. Weiter voran. Was bist denn du? Ein Schneebedeck bist du. Durch das hohe Gras oder durch die Trainer? Drehst du um? Können wir dich umgehen? Ja, das können wir. Kämpfe umgehen. Zweigis beste Methode. Den können wir nicht umgehen. Kennst du eigentlich die Sage, wonach Ghana dem Untergang geweiht sein soll? Sollten die Kramer jemals diese Region verlassen? Kenne ich nicht. Und du wirst sie mir bestimmt während des Kampfes erzählen, oder zumindest nach dem Kampf. Taxi-Pilot Fritz fordert dich heraus. Aha. Und deshalb hängt er so an Kramors. Oh, und da schickt direkt den Kramor in den Kampf. Mori vs. Kramor. Na komm, das kriegen wir doch hin. Und wer doch gelacht. Das Feuer hat er. Na dann, Feuerball. Let's go. Attacke. Zack. Da haben wir es gebrutzelt. Brutzelhühnchen. Gibt's ja Chicken McNuggets. Möchte er finden hinein? Das ist gut. Das kann sie gebrauchen. Nibeldra. Weiterkämpfen. Du wirst auch gebrutzelt. Mit Nitro. Nicht sehr effektiv. Ach du Schande. Ja, das habe ich zu. Alles zu langsam gelesen. Verdammt. Herzbeben. Das ist leider sehr effektiv. Autsch. Ach, nicht doch. Das ist Scheißwetter. Das macht mich hier schon wieder. Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Pokémon. Ja. Genauso heißt das Sprichwort. Und nicht anders. Na komm schon. Ein Bohrschnabel, in Hoffnung, dass das was bringt. Nur etwas bringt es auf jeden Fall. So. Was? Nicht doch. Takiro. Sehr gut. Kopfkratz. Gesichtkratz. Megasauger. Was ist verdammt. Na komm. Takiro. Wenigstens ein bisschen was. Das schaffst du doch hier noch ein bisschen. Hier komm. Ein bisschen KP abziehen. Oh, hat sogar besiegt. Ja, hervorragend, Takiro. Ich bin stolz auf dich. Mordspots. Entscheidet den Kampf. Wir haben 44 für Mordspots. Genaueres über die alten Überlieferung gibt es wahrscheinlich nicht. Irgendwie sowas stand dort. Was weggeblättert. Sorry. Du gewinnst 11.040 Pokémon oder dann gehst siegreich in den Taxi-Flieger hervor. Auf Route 10, natürlich. Jetzt noch ein paar mehr Kämpfer. Ja. Okay, die Route ist wohl ein bisschen länger. Geht noch ein Weilchen. Oh, ein Sneebel. Mein Team ist schon fast erledigt. Aber Sneebel, komm, das müssen wir uns irgendwie fangen. Sneebel ist auch ein gutes Pokémon. Das kann man sich schon. Also in Pokémon Generation 4 war es, glaube ich, schon da. Und hätte es mir mit ins Team genommen. Das ist wirklich nicht übel. Es kann ein starkes. Es kann ein starkes Pokémon werden. Das kann schon. Ja, auch in der Weiterentwicklung. Wenn ich mich jetzt hier nicht nur auf Pokémon 8. Generation Pokémon beschränken würde. Na, wenn du willst mehr fahren, dann willst du ins Team nehmen. Vielleicht spielen wir irgendwann Pokémon Diamant und Let's Play, dann nehme ich mir ein Sneebel auf jeden Fall. Muss mir merken, Sneebel mit ins Team sein muss. Ja, Finsterball, was sonst? Können wir nur einen von. Bitte. Verdammt! Ein Prügler. Das hat nur leicht gezwickt. Der Hagelkorn hat auch gezwickt. Das Hagelkorn. Wie wär's mit dem Hyperball? Na komm. Bleibst du drin? Verdammt. Was ist los hier?
kommst rein in den Ball. Ich will dich haben. Na komm. Tiefer Ball. Bleibst du gefälligst drin. Na. Zwei. Drei. Ja, nice. Schnibbel gefangen. So muss das. Erfahrungspunkte gibt's auch dafür. Der Pokédex-Eintrag. In seinen Pfoten stecken scharfe Krallen. Es fährt sie blitzschnell aus, um Gegner zu überraschen. Spitznamen? Nein. Erstmal nicht. In die Box. So, gut. Haben wir das auch erledigt. Ein Sneebel gefangen auf die Schnelle. Oha! Ein Siberio wild erscheint. Gut. Ich würde da mal fliegen, oder? Muss entkommen. Alles klar, da haben wir gleich den nächsten Trainer. Puh, ich würde mal kurz speichern. Mein Zeitgefühl sagt mir nämlich, dass wir hier schon an der Part-Grenze angekommen sind, dass wir hier mal schnell den Part beenden sollen. Ich schaffe es nicht zu speichern, bin zu blöd dafür. So. Hier den Trainer, den schaffen wir noch. Da muss das ja so schnell. Ich habe mich schon verabschiedet. Diese Verabschiedung schnell. Verabschiedung schneide ich aber noch raus. Ja gut. Autsch. Ja, wir haben den Kampf, den kriegen wir noch hin. Vielleicht schaffen wir es sogar noch in diesem Part nach Score City. Na komm, das muss jetzt noch sein. Das Team ist wieder aufgeladen. Das Team hat mich geladen. Antikraft. Na komm. So, wir kommen hier noch ein bisschen vorwärts. Das ist doch nicht fair, jetzt hier doch gelacht. Ein bisschen was schaffen wir jetzt hier noch. Auch wenn es Rufus jetzt hier nicht so unbedingt schafft. Ist das nicht effektiv hier. Sandsturm hier in der... Ja, ist klar. Sandsturm hier in der Eiswüste. Ist klar. Dass der erste auch schon besiegt. Ja, Mordi, warum nicht? Kämpfer Mordi. Ja, das sollte doch effektiv sein. Doppelkick. Ja, nicht schlecht. Aber auch nicht unbedingt. Jetzt wird mir ein besseres vorbestellt hier. Genau. Auf ein. Au, wei. Tragisch. Prof. Wassergestein, ja, vielleicht, eventuell, ja, keine Ahnung. Au, wei, ja. Sehr effektiv. Oh Gott, Nerve, Wasser. Weggespült. Warum hat Prof eigentlich noch so wenig Wasserattacken? Bisher nur die eine. Gizirus. Wenn wir kämpfen natürlich. Kämpfen bis zum Schluss und bis zum letzten Mann. Das tun wir. Im Aquaknarre, ja, versuchen wir es. Hat es die Innenart schon gebracht. Tut's jetzt auch. Dampfwalze. Au, wei. Okay, er hält's aus. Hält's ruhig. Okay, der Sandsturm legt sich. Dafür fängt es an zu hageln, oder was? Ja, nee. Und was denn auch sonst? So wird Cirrus besiegt. Alles gleich im Wunderbärchen. Im nächsten Kampf bestanden. Thorsten. Wie ist der gerade Thorsten? Was genau habe ich falsch gemacht? Du hast verloren. Habe ich mit dem falschen Pokémon angefangen? Du gewinnst 4600 Pokémon, oder? Siegreich aus dem Kampf gehen. Thorsten hervor. Hier ist der wirklich Thorsten. Interessant. Nein! Der wimmelt nur so von Trainern. Scheint hier schon die finale Strecke zu sein. Den Auftritte nach zu urteilen, bist du ein gewöhnlicher kein gewöhnlicher Pokémon-Trainer. Kämpfe neun hier gar nicht auf. Aber ich gebe auch nicht auf. Ich gebe niemals auf.
schlimme Platz, der mir gehört. Ich gebe mir das auf. Ganz genau so. 3 hat er schon. Ach du Schande, das ist ja hier wirklich. Das ist ja hier schon die Siegestrafe oder was? So eine Art. So eine Art Siegestraße. Wahrscheinlich hier die. Das Stück Siegestraße. Ich höre, hier gibt es keine mehr. In Ghana. Dafür haben wir jetzt dieses hier. Buchstabe, na komm. Flampinavian. Okay. Bei der Entwicklung von Flampion. Nice. Das Flampion aus dem Eis. Gut, weiter wird gekämpft. Legios. Ach, das haben wir auch lange nicht mehr gesehen. Sehr gut. Flipper. Nahkampf. Oh. Ja. Die Attacke von Pokémon Generation 4 auch fürchten gelernt. Flipper. Ja, ordentlich. Und da war es noch eins. Das geht doch Radfratz. Radfratz hier. Ja. Radfratz. So geht das. Das war tatsächlich ein Versprecher, der nicht gewollt war. Aber ein cooler Versprecher. Na komm, Pflück im Wasser. Sie sind schon reif. Das geht hier wirklich zack, zack. Au. Hagelkörner, verdammt. Verdammt, den Hagelkörner. Die haben mir heute schon einige Male einen Strich durch die Rechnung gemacht. Den ging da erstaunlicherweise noch nie. Okay, ein Pokémon-Team mit dieser Schach. Na komm, halte durch. Aqua-Knarre, effektiv. Das muss jetzt reichen. Es reicht aber nicht. Nein! Au, Scheiße! Ich werde noch verlieren. Das war kein gutes Ende für diesen Part. Na komm. Lass dich von Nagelkörnern besiegen. Takiro vielleicht. Ich hab nur noch Takiro. Nee, nein. Oh nein. Oh nein. Nee, nein. Mega Sauger. Na komm. Takiro rockt es wieder. Na, Spitze. Auf ihn ist doch mal wieder Verlass. Neues Level für Takiro. Hervorragend. Mein lieber Herr Gesangsverein, dein Pokémon-Team ist ein wahrer Augenschmaus. Du nutzt 18.400 Pokémon-Dollar und siegreich aus dem Kampf gegen den Gentleman. Route 10, hervor! Jausens. Ach, verdammt. Ich muss hier mein Team mal kurz, ganz kurz, zumindest mal hier. Ich habe nicht mehr viele Tränke. Modi, der ist am wichtigsten. Ja, Leber können wir erstmal eingeben. Nicht mehr besiegt. Übertränke haben wir noch 2. Müssen wir neu kaufen. Modi hier. Und ich würde sagen, Blacky. Den Top-Trank können wir noch verschenken. Prof, ja, Rufus bleibst du erstmal. Na komm, den schaffen wir jetzt auch noch hier. Lang nicht mehr gesehen. Ich bin gespannt zu erfahren, wie stark du inzwischen geworden bist. Ein hervorragendes Team aus Trainer und Pokémon erstrahlt hell vor der Kamera. Hast du übrigens nicht gefilmt. Ein Interview. Oha. Doppelkampf. Mit 4 Pokémon. Oh, das ist doch Klickety-Klack. Das Pokémon kenne ich doch. Was Pokémon weiß. Ja, Klickety-Klack habe ich sogar richtig genannt. Das ist in Erinnerung. So und so. Versuchen wir es. Doppelkick. Zack. Joa. Kann man akzeptieren. 2 getroffen. Nebenschelle. Oh wei. Rufus, halt durch. Du warst schon am Anfang an im Geschäft. Von Anfang an. Rufus besiegt. Ja. Gut. Der nächste bitte. Na komm, das machen wir doch jetzt hier ratzack. Ratzack, ratzacks. Ich kann nicht mehr reden.
Blacky, los, Mori und Blacky, das Dream Team, den Kampf, Dream Team. Jo. Jo, Sens, Bauchschnabel auf ihn und Doppelkick auf ihn. Hab's schon gebracht. Doppelkick. Na komm, machen wir alle. Machen wir's alle. Klickeli-klack. Hat's erledigt. Hat's ausgeklickert. So. Da waren es nur noch drei, ja. Donner. Okay, das bringt dir nicht viel. Bauchschnabel. Das bringt ordentlich was. Hagelkörner. Diese verdammten. Nervig das. Tungi Demaru. Okay, Pflücker. Und Feuersäulen. Versuchen wir es. Feuersäulen. Ich weiß nicht, was es bringt. Genug bringt's. Da waren das nur zwei. Neues Level für Molly. Ein Wangenrubbler. Kannst noch so viel rubbeln. Es wird mich paralysieren, aber es wird mich nicht besiegen. Okay, ja, das war jetzt nicht so phänomenal. Das Pflücker. Na komm, aber Molly, du machst hier nicht mal was ganz Phänomenales. Han 4, das sind die letzten beiden hier oder was? Stahlflügel und ich würde mal sagen Feuerball auf Tugan der Maru. Versuchen wir es. Orkan, Aura, Hilfe, jetzt durch, Elektropixer, Autsch, kritisch, Stahlflügel, nicht schlecht, Feuerball, na komm, zeig's ihnen. Bats. Jo, da hast du ihn ordentlich gezeigt. Dann war es noch eins. Gut. Na komm, den letzten kriegen wir auch noch. Das wäre ja gelacht. Stahlflügel. Und Doppelkick. Warum nicht? Orkan. Oh wei. Aushalten, durchhalten. Doppelkick. Na komm. Auwei. Auwei. Das ist sehr ineffektiv. Halleluja. Es sieht kritisch aus. Bauchschnabel. Na komm. Na komm. Feuersäulen. Orkan. Ah, okay. Hat nicht geklappt. Bauchschnabel. Das hat geklappt. Hervorragend. Da war es um das Team des Gegners geschehen. Du besiegst Interviewpartner. Bei deiner Stärke fehlen mir die Worte. Einen Trainer wie dich sollten wir im Auge behalten. Niederlage. Aber zumindest konnte ich so deine Stärke aus erster Hand erfahren. Und ich hab's auf Kamera. Du gewinnst 18.800 Pokémon und die sich gleich aus dem Kampf gegen das Interviewteam hervor. Auf Route 10. Ja, da wären wir schon da, oder was? Das sieht doch hier nach Ende aus. Hervorragend. Haben wir die Route 10 überstanden. Das sieht aus, als wären wir in der nächsten Stadt, in der Hauptstadt angekommen. Ja! Na dann. Wenn euch noch so zeitig gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Im nächsten Part geht's hier in die nächste große Stadt. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.